Also bei Imke habe ich eine Skylight-Technik gemacht, also eine Balayage mit weich laufenden verschiedenen Blondtönen. Dafür habe ich eine Blondierung benutzt, die oberflächlich austrocknet. Das gibt mir den Vorteil, dass ich schon in dem Auftrag quasi entscheiden kann, wo werde ich heller, wo werde ich ein bisschen dunkler und kann direkt wie beim Malen Verläufe mit einzeichnen. Und dann habe ich beim Waschbecken eine Farbe angemischt, die hat den Vorteil, dass ich quasi die Lichtreflexion in kühl und warm anpassen kann. Das heißt, ich gucke mir die Hautfarbe, die Augenfarbe, das Augenweiß, welcher Typ ist sie, eher kühler, eher wärmer, und kann dann die Farbe ganz genau darauf anpassen, dass es halt zu ihrem Hauttyp passt. Beim Schnitt musste ich jetzt eigentlich nur die Spitzen so ein bisschen nachbessern. Es musste nicht viel gemacht werden, aber auch da, dass es nicht so exakt einfach gerade abgeschnitten ist, sondern so ein bisschen in Chip-Technik, aber ganz kleine Nuancen quasi nur. Nur, dass die Spitzen einmal wieder in Ordnung sind. Das war's. Beim Styling habe ich einfach einen Primer benutzt, das heißt einen großen Hitzeschutz vorher schon reingemacht ins nasse Haar. Das unterstützt nochmal so ein bisschen einfach den Glanz und die Struktur des Haares, dass die Glanzpunkte halt besser sitzen. Und habe dann mit dem Glätteisen grobe Wellen gemacht, einmal durchgeschüttelt, sodass es nicht zu extrem nicht gelockt aussieht. Aber da heute auch noch was vorhaben, kann es ruhig ein bisschen besser ein bisschen dauern lassen. Ist der beste Friseur auf der Welt.